Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 416. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Hi. Die Patricia. Hallo. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und Basti Halstenmann-Red. Gute und Grüße, René Klosterberg. Wer wissen will, wo das herkommt, der muss die neue Folge von 93 hören. Empfehlung ist dabei, nichts trinken, essen. Ihr könntet entweder daran ersticken oder euren Mitmenschen bespucken, je nachdem. Ja, so ist das. Wir wollen heute reden über die Eintracht gegen Leipzig, über den kommenden Gegner Union, positive Corona-Tests, Dummschwätzer, Empfehlungen und eine kleine Verlosung gibt es auch noch. Und eine gute Tat der Woche sehe ich gerade, haben wir auch noch hier im Dokument stehen. Also es könnte etwas länger werden heute Abend. Aber am Anfang, wie immer, ein bisschen Housekeeping. Wir möchten uns ganz recht herzlich bedanken für all den Support, den ihr uns zukommen lasst, vor allen Dingen auch jetzt in der Vorweihnachtszeit wieder, und stellvertretend herausheben. Dafür möchten wir den Wolfgang und den Patrick, die haben nämlich kleine Extraspenden in der Woche losgeschickt. Vielen, vielen Dank an die beiden stellvertretend für alle anderen, die uns hier so fleißig unterstützen. Ja. Und jetzt würde ich sagen, reden wir mal über Leipzig. Ich muss ja zugeben, im Vorfeld, ich habe dieses Spiel kurzerhand eigentlich irgendwie total vergessen. Und es ist mir dann um 18.30 Uhr angefangen, und bis Sky dann irgendwie durch war mit irgendwie 18 Mal Werbung zeigen, war es dann irgendwie 20 vor. Und ich war dann überrascht, weil ich auch irgendwie die Aufstellung gar nicht vorher mitgekriegt habe, dass da ja doch einiges passiert ist. Also Barkok, So und der Weltmeister Erik Durm in der Startaufstellung. Was ist denn bitte mit unserem Trainer passiert, dass er so viel auf einmal rotiert? Kann mir das einer erklären? Patricia. Ja, gute Frage. Also Hütter hat ja gegen Leipzig öfter mal so für Überraschungen gesorgt und hat dann scheinbar auch diesmal wieder nicht enttäuscht. Ich war aber auch sehr, sehr überrascht, vor allem halt über Durm, weil ich dachte, der ist halt komplett abgeschrieben, ja. Und plötzlich steht er in der Startelf und ich war so, okay, ja, also warum nicht, aber ja. Deswegen, das war sehr verwirrend am Anfang, aber ja, hat ja dann doch eigentlich auch ganz gut geklappt so. Wie sehr hat es euch verwundert, dass er ausgerechnet auf der Rechtsverteidigerposition spielt? Gut, mich jetzt komplett gewundert, dass er überhaupt gespielt hat. Also ich meine, es gibt natürlich jetzt immer die Leute, die jetzt irgendwie Schlauschwätzer sind und sagen, das haben sie schon gedacht, das haben sie schon gesehen und der hat so gut trainiert, hat er wahrscheinlich auch, alles gut und schön. Ja, ich habe den trotzdem nicht gesehen. Der war in den letzten Wochen halt noch nicht mehr im Kader, und jetzt dann wirklich in der Startelf zu spielen, das ist eine einigermaßen große Überraschung gewesen, aber ich fand es insofern positiv, weil es natürlich auch doch eine gewisse Durchlässigkeit zeigt, bei der man ja nicht gedacht hätte, dass sie wirklich so ist, ja, weil Hütter ja in der letzten Zeit relativ häufig auf genau die gleiche Elf gesetzt hat. Insofern umso schöner, und hat es ja auch bestätigt. Aber mich hat es gewundert auch, dass er auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat, weil normalerweise würde man ja denken, na gut, du hast Chandler da, du hast Da Costa da. Und das ist natürlich auch ein deutliches Statement, dass Chandler und Da Costa ein Durm vorgezogen wird. Ja, da weißt du auch, was die eine Stunde geschlagen hat. Fand ich auch. Also, er war ja bei allen anderen Spielen, ich habe es gerade eben nochmal nachgeguckt, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob er irgendwann nochmal auf der Bank gesessen hat, aber er war bei allen anderen Spielen bislang diese Saison noch nicht mal im Kader für den Spieltag. Dafür hat er es aber ordentlich gemacht, wie die Patricia auch schon gesagt hat. Also ich muss wirklich sagen, es ist jetzt nichts Überragendes, oder wir haben jetzt, oh, die rechte Seite, unser Problem ist gelöst durch den Durm, aber es war, wie ihr schon richtig gesagt, dafür, dass er nicht mal mehr berücksichtigt wurde, auch nur ansatzweise am Kader dran zu sein, ja, muss ich wirklich sagen, war das ein ganz ordentliches Spiel. Von ihm hat mich auch total überrascht, Marvin, du hast schon gesagt, Chandler Da Costa fällt einem da natürlich sofort ein, auch Touré, ich glaube, vorher war auch noch ein Interview, wo es nochmal hieß, auf ihn wieder bauen und so weiter und so fort, war dann doch schon überraschend. Aber auch die anderen Positionen, ihr habt es ja schon gesagt, wurde ja doch relativ viel durchgewechselt, dass ein So wieder zurückkehrt oder auch ein Barkok dann auf der Position spielt, Kostic gut, war zu erwarten. Aber waren schon so ein paar Positionen, auch gerade wenn man überlegt, wichtige Positionen, die ein Hütter normalerweise so nicht einfach freigeben würde. Lag natürlich mit auch an dem kurzfristigen Ausfall von Rode. Oder denkt ihr, dass tatsächlich auch ein so nah dran war, dass da generell eventuell ein Wechsel auch stattgefunden hätte, wenn... So, also kurzfristig war der Ausfall nicht. Das verstanden schon ein paar Tage vorher eigentlich. Ja, stimmt, oder? Stimmt. Ja, das ist schon richtig. Ja. Also ich glaube schon, das war eine geplante Aktion, Basti, oder? Mit so. Ja, ich denke auch, Rode hat das letzte Spiel auch schon nicht gespielt.
Der war letztes Spiel auch schon verletzt, korrekt. Genau, und da war es kurzfristig. Ne? Ja, genau. Da war es kurzfristig, richtig. Jetzt war das schon ein bisschen länger klar, also von daher, dass er da irgendwas tut, aber man hätte ja auch da wieder auf Chor setzen können, wo er ja auch gesagt hat, der ist so ein bisschen für ihn der Offensivmann. Gut, wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, dass wir da So auch nochmal eine Chance geben sollten und ich fand auch, dass er das sehr solide gemacht hat, seine Rolle des Mittelfeldspielers, der die Bälle da nach vorne trägt. Mhm. Ja. Fand ich auch tatsächlich. Also ich meine, ich glaube, René, ja. Jeder war überrascht über diese Aufstellung. Aber es ist beruhigt einen so ein bisschen zu denken, okay, da ist niemand, der nicht in die Startelf und oder in den Kader gelassen wird, der es eigentlich verdient hätte, nur weil der Trainer ihn nicht mag. So, das gibt es ja auch manchmal. Du hast das Gefühl, das ist völlig egal. Ich glaube auch sogar, dass Hütter über seinen Schatten springen würde und irgendwann wieder Da Costa spielen lassen würde, falls irgendwie was ist. Also von daher bin ich da relativ entspannt, was das betrifft, war aber sehr überraschend, habe gedacht, ah ja, gucken wir mal, aber ich hatte auch keine große Angst, weil was soll gegen Leipzig halt schief gehen? Ja, das ist so der zweite Punkt, also einmal hast du generell dieses Thema, dass du andere Spieler auf den Platz schickst, dann hast du ja auch noch dieses Thema, irgendwie du spielst auch mit einem anderen System, sie haben ja dann teilweise tatsächlich mit Viererkette gespielt und dann hast du noch dieses Thema mit dass du gegen einen Gegner spielst, gegen den du eigentlich nicht viel erwartest. Was heißt erwartest, ist eigentlich falsch, sagen wir mal so. Wenn du nicht gewinnst, hast du eine sehr natürliche Argumentation zu sagen, naja, das war ja klar, das war oder war abzusehen, hier keine Punkte zu holen. Was halt auch wieder so ein bisschen den Druck rausnimmt. Bevor wir darüber reden, vielleicht noch einmal kurz System tatsächlich jetzt mit zwischenzeitlich Viererkette. Also mich hat es gefreut, das zu sehen und ich fand auch, dass die Mannschaft mit dem System sehr gut zurechtgekommen ist. Ja, ich glaube, wir haben Marvin unterbrochen, sorry. Also, ja. Marvin? Ich habe nichts gesagt, was los? Also, ich dachte, warum wurde ich jetzt angesprochen? Also, keine Ahnung. Weil du hier unser Systemfachmann bist. Du hast doch keine Frage gestellt, ehrlich gesagt. Also, stell mal eine Frage. Nee, als ich eingesetzt habe, wolltest du was sagen und dann. Achso, ich wollte eigentlich was zu Spielern sagen, aber gut, okay. Genau. Stell mal eine Frage. René, dann kann ich drauf antworten. Wie positiv wart ihr überrascht, tatsächlich jetzt ein System mit einer Viererkette zu sehen? Oder wart ihr gar nicht? Ja, natürlich war ich schon einigermaßen überrascht. Und ich war auch überrascht, dass beispielsweise Hasebe nicht gespielt hat, ja, der ja in den letzten Spielen halt doch immer noch da war. Klar, das war schon für mich eine größere Überraschung. Ich fand das aber gut und ich fand auch gut, dass wir hier wie selbstverständlich über einen Spieler wie Ndicka sprechen, der da seine Position gefunden hat, Rechtsturm. Ja, es hat für dieses Defensivkonzept auf jeden Fall gut funktioniert und das hat mich gefreut. Es schien ein wenig, als würde Hütter, der in den vergangenen Wochen für seine mangelhafte Flexibilität das ein oder andere Mal ermahnt wurde oder zumindest sich angegriffen gefühlt hat, allen Kritikern beweisen, dass er durchaus flexibel sein kann. Das hat sich jetzt hier bestätigt. Das ist schön. Ja, so kann es funktionieren. Das Problem ist nur, was ich in Zukunft sehe, dass das gegen offensivere Gegner, also gegen Gegner, bei denen man selbst offensiver sein muss, nicht im gleichen Maße funktionieren wird. Gehe ich von aus. Trotzdem war das für den Moment auf jeden Fall gut und auch Hütter-Spezies wie Ilsanke haben für mich hervorragendes Spiel gemacht, was auch mal belohnen muss, auch muss man auch mal hier lobend erwähnen. Das hat mich auch gefreut, weil der Typ ja immer noch ein korrekter Johnny ist. Ne? Ich glaube, es fasst sogar zusammen, was wir letztes Mal gesagt haben, dass es völlig egal ist, wie das System ist, sondern dass es auf die Einstellung ankommt. Ich fühle mich da bestätigt im Endeffekt. Was wurde diskutiert? Ilsanka muss raus und sonst klappt es nicht. Das ist richtig, ja. Jetzt hat es geklappt, obwohl er drin war. Barkok ist drin, dann hast du mal Dost rausgenommen. Im Endeffekt ist es egal, weil René, du hast gesagt, das war ja auch keine Viererkette, sondern das wurde zur Viererkette, wenn Kostic halt noch nicht die komplette Luft hatte, um diese Linksverteidigerposition komplett 100% hin und her zu spielen. Die hat sich dann verschoben, dass Ndicka ein bisschen rausgegangen ist, aber eigentlich war es ja eine Fünferkette so. Das heißt, du hast da eine Flexibilität gehabt, um auch Kostic zu entlasten, weil das klar ist, dass der noch nicht bei 100% ist. Durm kannst du von alleine lassen, weil du ihm sagen kannst, ja Digga, du hast wahrscheinlich schon gedacht, die Nummer ist durch, rennen jetzt ein bisschen. Das heißt, der konnte diese Disbalance da ein bisschen ausgleichen. In den Momenten, wo sich das zu einer Viererkette verwandelt hat. Dann hast du mit Barkok endlich jemanden von alleine gelassen, der sich seine Chance verdient hat mit seinen Kurzeinsätzen. So sollte es ja auch laufen. Ja. Zu denken, okay, der kommt immer wieder rein, die Leute fordern ihn und dann kriegt er die Chance und dann nutzt er sie. So, das ist eigentlich alles ideal gelaufen. Aber Marvin hat den richtigen Punkt schon gesagt. Das war eh nicht das Problem.
gegen Leipzig. So wie ich, selbst du hast gesagt, selbst wenn wir da verloren hätten, wäre es da so gewesen, aber diese Art von Spielen, das hat die Eintracht letzte Saison schon bewiesen, da hat sie Leipzig auch zweimal geärgert. Das ist auch super, dass die Eintracht keine Angst vor solchen Teams hat. Mir steckt es trotzdem noch in den Knochen, beziehungsweise habe ich das Gefühl, wir reden über zwei völlig verschiedene Sportarten, wenn die Eintracht jetzt gegen schwächere Mannschaften wieder spielt und dann eben du eben das nicht machen kannst, wo das halt nicht auch okay ist, sich so hinten reinzustellen und oder so auf Konter zu lauern oder auch teilweise echt lange Bälle zu spielen. Das war für diesen Moment gut, lässt allerdings leider gar keinerlei Schlüsse ableiten auf das Spiel, wenn wir jetzt bei Union Berlin spielen, sondern das sind einfach andere Spiele, wo die Eintracht echt gut aussieht, auch unter Kovac schon so. Das ist fast trainerübergreifend. Aus großen Mannschaften, die Eintracht hält geil dagegen so. Ja, und das ist aber genau der Punkt. Und das ich glaube, genau die Systematik kannst du halt für dieses Spiel kannst du die bewerten, aber für mich viel wichtiger war nicht die Systematik, sondern die Einstellung. Und die Eintracht war 90 Minuten konzentriert und das hat dann für einen Punkt gegen, ja, ich sag mal, an dem Tag normalformmäßige Leipziger gereicht, was auch dann super ist. Ja, das ist genau. Trotzdem eine Frage an euch. Meint ihr denn, dass wir vom System her, auch wenn das natürlich jetzt gegen Leipzig hat es funktioniert, habt ihr schon richtig gesagt, denkt ihr denn, dass wir dieses System und diese Gruppierung, ihr habt ja schon gesagt, ein paar vakante Positionen sind rausgefallen, wie ein Hasebe, der ja vorher sehr viel Spielzeit bekommen hat oder auch auf der rechten Seite. Meint ihr, das sehen wir öfter? Patricia, wie siehst du das? Meinst du, wir sehen diese Aufstellung? Ist das jetzt so, was, wo Hütter sieht, auch es funktioniert und vielleicht sehen wir das jetzt mal 2, 3, 4 Spiele hintereinander? Ich weiß nicht. Gut, also ein paar Ausfälle haben wir ja sowieso wahrscheinlich, also zumindest ja, eben, also es schon. Kommt auch immer auf die Personalsituation so ein bisschen an, aber auch, wie Basti schon sagte, es kann halt auch gut sein, dass das jetzt war, um Kostic da ein bisschen zu entlasten, aber trotzdem einsetzen zu können. Weiß halt nicht, wenn der bei 100% ist, wie sich es dann ändert und halt auf Dauer gesehen, es ist ja jetzt auch demnächst bald Winterpause, wo dann ja Abraham auch seine Karriere beenden wird. Und dann weiß ich halt nicht, ob das personell überhaupt geht. Also wir haben dann noch Tuta. Also Hasebe kann das ja nicht spielen in diesem System, wo es teilweise eine Viererkette ist. Also da sehe ich ihn einfach nicht. Ja. Es ist halt einfach dieser Spieler in der Mitte in der Dreierkette. Mhm. Wenn Abraham weg ist, hast du dann halt ja Hinti, Ndika und Tuta. Ich weiß nicht, ist Tuta schon so weit, dass er Stammspieler ist? Oder brauchen wir dann noch einen weiteren Innenverteidiger, um das System so zu spielen. Deswegen ist das für mich noch ein großes Fragezeichen, ob das dann auf Dauer so geplant ist und wenn ja, mit wem auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Ja. Ich glaube nämlich auf jeden Fall, du sprichst hier einen guten Punkt an und da wir müssen das im Laufe, auch gerade wenn es dann Richtung Winter geht und Transferperiode, müssen wir das auf jeden Fall sehen, weil ich glaube, wir brauchen, wenn ja Hasebe dementsprechend jetzt auch dauerhaft so ein bisschen nicht, das werden wir sehen, aussortiert wird es jetzt so viel gesagt, aber nicht mehr ganz vorderste Reihe spielt und Abraham ist ja jetzt fix, dass er auf jeden Fall uns im Winter verlassen wird. Du musst einen weiteren Innenverteidiger auch verpflichten, denn natürlich gibt es Leute, die auch in der eigenen Jugend beziehungsweise auch schon manchmal mit den Profis mitkicken, die haben das ein oder andere Potenzial, auch ein Tutor, aber ich glaube, du wirst einen so gestandenen Verteidiger wie Abraham und auch einen entscheidenden Stammverteidiger wie Hasebe nicht 1:1 mit Tutor ersetzen können, vielleicht wollen vielleicht schon, aber können eher nicht, ohne dass du halt sagst, du setzt die Qualität damit ein wenig aufs Spiel. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall essentiell. Das wird wahrscheinlich die erste Position, die nachverpflichtet wird im Winter, wenn überhaupt was passiert. Da müssen wir halt sehen, was überhaupt finanziell möglich ist. Aber wenn, dann auf jeden Fall. Touré ist da keine Alternative für euch für die Innenverteidigung? Nicht in der Innenverteidigung, nee. Guter Punkt, Dennis. Kann ich absolut nachvollziehen. Normalerweise ist Tuta ja durchaus jemand, der auch, Touré hast du gesagt, ne? Ja, natürlich ist Touré durchaus jemand, der auch schon öfter Innenverteidigung gespielt hat. Auf jeden Fall. Problem ist aber, dass ich jetzt auch nicht, nur weil jetzt Durm jetzt schon mal ein gutes Spiel gemacht hat, was super ist und was mich auch für ihn freut, dass ich ihn jetzt nicht dauerhaft auf der Rechtsverteidigerposition sehe. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir haben ja öfter mal über Mami Touré gesprochen und seine Qualität ist hinlänglich bekannt, gerade als Rechtsverteidiger. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir den irgendwie dauerhaft auf diesen Track bekommen, dass er als Rechtsverteidiger im Stamm spielen kann, vielleicht noch
konstanter spielt. Das ist ja genau der Punkt. Und dann sehe ich ihn trotzdem auch vor Durm und dann ist halt die rechte Seite irgendwie voll und dann heißt es, dass in der Innenverteidigung wieder eine Vakanz da ist. Das ist, deswegen würde ich halt sagen, eher rechts. Ja, wäre ich auch tendenziell gut. Von daher, ja. Also stimme ich euch zu. Ich glaube, wenn wir in der Winterpause nochmal nachlegen, dann wäre die Innenverteidigerposition so das die erste Stelle, an der man da was tun sollte. Ich bezweifle leider noch so ein bisschen, dass da was passiert. Aber da haben wir ja noch 4 Wochen Zeit und dann sehen wir da vielleicht noch ein bisschen mehr. Für eine Position, die ich gerne noch auch mit euch noch besprechen würde, ganz kurz noch, René. Hatte euch es gewundert, dass Dost ich sag mal, so spät dann auch erst gekommen ist oder dass er generell dem System an der Stelle weichen musste? Oder war das für euch, wir sind alle ein bisschen defensiver, die Ausstellung Viererkette und so weiter, dann fliegt Dost automatisch raus und dass dann im Endeffekt der Wechsel dann Dost-Silva an der Stelle war wahrscheinlich klar, weil 1-1 halten. Aber wie seht ihr das? War Dost für euch ein logischer Wechsel vorne? Du meinst jetzt, dass er draußen geblieben ist oder dass er eingewechselt wurde? Bei der Aufstellung muss man doch wirklich, also es waren so ein paar Situationen, wo man gedacht hatte, die alte Eintracht ist jetzt mal, hätte jetzt einfach mit langen Bällen versucht, einen Stoßstürmer vorne noch ein bisschen einzusetzen, wo wir also wirklich sagen müssen, da ist Dost natürlich prädestiniert dafür. Vielleicht dann noch so einen Lucky Punch zu machen, wäre vielleicht auch von Anfang an vielleicht eine Taktik gewesen, die man hätte sagen können, wir ziehen uns eher zurück, spielen mit langen Bällen, versuchen das nach vorne. Für mich war es nicht klar. Also ich muss sagen, wenn ich auf meine eigene Frage antworten würde, würde ich sagen, nein, hat mich tatsächlich gewundert. Denn das Perpetuum mobile des Eintracht-Podcasts kann Fragen Monolog, selber stellen und auch gleichzeitig beantworten. Wollte ich eigentlich, hat euch das eher gewundert oder sagt ihr, nein, das passt zum System, die anderen beiden waren einfach besser vorne mit Kamada und Silva, die sind momentan einfach mehr im Flow und deshalb ist das halt so. Wie ist denn euer Statement? Ich fand ehrlich gesagt schlüssig, weil du jetzt natürlich Kostic ist auf jeden Fall jemand, der sehr viele Flanken schlägt. Ja, das ist auch vollkommen, kann ich nachvollziehen, aber bei Barkok ist ja eigentlich jetzt nicht so, dass ich jetzt seine Flanken, die er mal schlägt, dass die von großartigem Erfolg gekrönt sind. Deswegen habe ich da gesehen, dass wir eher das spielerische Element hier stärken wollen und da sehe ich dann ebenfalls spielerisch weiter vorne in Silva als Silva. Dost. Insofern hätte ich dann gesagt, dass die spielerische Variante sinnvoll ist. Basti, siehst du das ähnlich? Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, dass Dost jemand ist, der halt dein Spielsystem auch ein bisschen einschränkt, weil er eben nicht unfassbar, ja doch, er nimmt schon am Spiel teil, aber auf eine sehr andere Weise. Also die prall lassen, Pam, also da brauchst du schon sehr, sehr viel Schnelligkeit auch um dich herum und mehr Eingespieltheit und du musst ihn halt in Szene setzen. Und du hast ja, was viele vergessen, man hat mit Silva auch jemanden, den man in Szene setzen muss. Das heißt, in dem Moment, wo du mit Dost und Silva spielst, musst du in der Lage sein, die beiden irgendwo in Tornähe in Szene zu setzen, so weil die beide keine Stürmer sind, die Leute aussteigen lassen können und oder einen überrennen. Selbst Silva ist das nicht. Der hat oft den Ball und der rennt dann nicht einfach geradeaus, wie Kostic zum Beispiel macht, oder der brettert keinen weg, wie Rebic das gemacht hat. Der ist halt geil, mit dem musst du zusammenspielen, so. Das ist kein Individualstürmer, der dir irgendwie Tore schießt, nur weil er, ja, weiß ich nicht, die Fähigkeiten hat, sondern den musst du einsetzen, weil das ist genauso. Und ich glaube einfach, dass das jetzt taktische Überlegung hat, einfach zu sagen, okay, ich will vielleicht ein bisschen mehr Wendigkeit in mein Spiel kriegen, bin da variabel und das finde ich auch völlig okay. Also ich finde völlig okay, dass man nicht immer sagt, die beiden spielen immer, weil, wie gesagt, du dir da dadurch auch so eine gewisse Variabilität raubst und ich sehe das noch relativ entspannt, muss ich sagen. Als ich die Startaufstellung dann gesehen habe und gesehen habe, dass sowohl Kamada als auch Barkok da spielen, war das für mich schon die logische Konsequenz, weil zumindest meine Vermutung war, dass man es halt an vielen Stellen eher spielerisch lösen will und eben nicht mit den langen Bällen. Von daher war das die logische Konsequenz und auch der Wechsel dann später auf Dost, nachdem man ja dann in der zweiten Hälfte stärker auf diese mehr Fünferkette als dann Viererkette tatsächlich gespielt hat, war ja schon relativ klar, dass man dann eher auf so eine lange Ball- und Konter-Thematik geht und dann passt so ein Dost, der natürlich so einen Ball dann vorne festmachen kann, schon wieder eher. Und das ist auch so ein bisschen das tatsächlich, was mich in diesem Spiel gestört hat, dass man gefühlt in der zweiten Halbzeit mehr versucht hat, dieses Thema irgendwie zu verwalten und dann ein bisschen Druck rausgenommen hat. Und damit fand ich, kam man wieder so ein bisschen aus diesem Rhythmus
raus. War das nur meine Wahrnehmung oder war das auch, oder habt ihr das ähnlich gesehen? Fragen wir uns mal so rum. Welchen Rhythmus meinst du denn? Was war dein Problem? Ich fand oder in was der ersten Hälfte, dadurch, dass wir halt eben dann sehr variabel im Spielsystem waren, versucht haben, Dinge irgendwie spielerisch zu lösen, waren wir in so einem sehr guten Flow. Ich meine, wir hatten jetzt sowieso dieses Thema, dass wir ja diesen eher mitspielenden Gegner hatten, der uns auch Räume angeboten hat. Das heißt, wir konnten uns ja oder mussten ja uns jetzt nicht nur irgendwie unter Druck setzen und irgendwie das Spiel machen, sondern das war in so einem offenen Schlagabtausch. Und ich fand, das hat vom System her und vom Flow ganz gut gepasst. Und als sie aus der Halbzeitpause rauskamen und sich direkt in dieser stärkeren Fünferkette positioniert haben, die man zwar vorher schon gesehen hat, aber nicht so statisch, wie es zum Beginn der zweiten Halbzeit war, war meine Einschätzung, dass jetzt so ein bisschen die Marschroute war, Ergebnis verwalten, keine Risiken eingehen, eher so, ja, lass mal gucken, langer Ball, Konter. Und damit sind wir so ein bisschen aus unserem Rhythmus rausgekommen. Das hat zumindest nicht mehr so gut funktioniert, ja, aber keine Ahnung, ob das jetzt speziell an der Umstellung lag. Nee, ja, also ich würde dir versuchen zu widersprechen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe direkt nach dem Anpfiff eigentlich schon eine weiterhin offensive Eintracht gesehen, wenn du überlegst, dass direkt nach Anpfiff, keine Ahnung, roundabout 50. Minute oder irgendwas, da habe ich noch den Schuss von Kostic im Kopf. Und das war ja äußerst knapp, weil ich glaube, Gulaschi war noch dran. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, okay, also es ist weiterhin, also so von Verwalten war eigentlich nicht so die Rede. Du hast halt gemerkt, dass Leipzig schon irgendwie ihre Stärken dann langsam wieder an Mann und Frau bringt, beziehungsweise nur an Mann. Dann ist Angelinho da am Start, der natürlich einfach ein extrem guter Spieler ist. Den musst du halt auch dauerhaft mal bearbeiten. Wir wissen ja dann in der Folgezeit, gab es die ein oder andere Schwäche in der Abwehr, die zu einem Gegentor geführt hat. Grundsätzlich fand ich aber, dass ich zum ersten Mal keine zwei unterschiedlichen Halbzeiten der Eintracht gesehen habe. Okay, dann habe ich es vielleicht nur gesehen, weil ich gedacht habe, ich hätte es gesehen irgendwie. Ich fand, die waren über 90 Minuten auf Temperatur, das muss man schon sagen. Und man muss halt bei solchen Sachen auch den Gegner ein bisschen mit einrechnen. Und egal, wie Leipzig manchmal irgendwie in so einen Automatismus-Modus schaltet, die sind trotzdem halt immer gut. So. Alleine die einzelnen Spieler. Und die, ich glaube, das Gefühl, selbst wenn die nicht auf Hochtemperaturen laufen, dann haben die halt so ein Grundrauschen in sich, dass die aber trotzdem immer in diesem System sind, die stehen immer und die wissen, was man mit dem Ball macht. Ich glaube, da musst du halt schon, die Eintracht, um das Spiel zu gewinnen, hätte die Eintracht wirklich über sich hinauswachsen müssen. Ich glaube, so war das für die Eintracht, wie sie gerade in Form ist, wie wir die Eintracht in den letzten Wochen gesehen haben, völlig in Ordnung sogar. Es hat ja auch gar nicht viel gefehlt, wenn du siehst, das ist dann auch wieder die Sache, das sind ja meistens dann individuelle Fehler, die dann zu den Toren führen, aber wenn du gerade die Entstehung zum 1-1, wie frei dann der Gegenspieler sozusagen dann auch flanken kann, muss natürlich viel früher rausgegangen werden. Da sind so kleine Unzulänglichkeiten, da war auch Durm, glaube ich, mit beteiligt, der nicht draufgegangen ist. Das ist natürlich dann, wo man sagen kann, wie ärgerlich, und das führt dann natürlich zum Gegentor. Prinzipiell, aber gehe ich voll mit dir, Basti, auch Marvin. Ich muss sagen, die haben schon 90 Minuten Power gegeben, aber auch das ist immer mal, ist dann mal ein kleiner Durchhänger kurz drin, der fällt dann nicht so auf. Die stärkeren Teams wie Leipzig nutzen das dann halt doch aus, kommen dann halt doch nochmal zu gefährlichen Torchancen. Aber prinzipiell, also wenn wir mit der Leistung bei manch anderem Gegner gespielt hätten und die nächsten Wochen ja, auch noch das spielen. Das ist doch das Ärgerliche. Das ist doch genau der Punkt, Dennis. Du sprichst hier doch den Kern des gesamten Rumlavierens, auch was wir hier gerade machen, Dinge gut zu verkaufen, die uns im Kern aber einfach ärgern. Denn natürlich haben gegen Leipzig gut gespielt, ja. Und wir können noch 20 Minuten über das gute Spiel gegen Leipzig verwenden. Aber was ist das alles wert? Wo ist der Wert davon, wenn du halt nur einen Punkt gegen scheiß Köln holst, wenn du gegen absurd erbärmliche Bremer nicht in der Lage bist, dreifach zu punkten? Ja, dann ist halt die ganze Sache irgendwie, das ist die macht halt schwierig. Ja, ist halt einfach nicht vergessen. Ja, Stuttgart ist für mich nochmal ein anderes Niveau, weil ich Stuttgart eigentlich besser sehe als dieser Kackauf aus Bremen. Grüße an dieser Stelle. Ja, klar, es ist nochmal eine andere Qualität, aber auch da hättest du, wenn du dich über zwei Halbzeiten angestrengt hättest und vielleicht auch ein bisschen mehr Einsatz gezeigt hättest, da locker mehr Punkte mitnehmen können. Ja. Bin ich da zu hart, Patricia, oder siehst du es genauso? Nee, ich sehe das prinzipiell genauso. Ich will mich nur nicht schon wieder darüber aufregen, weil ich habe das Gefühl, das hat mich zuletzt richtig runtergezogen. Also
es war jetzt die Länderspielpause und ich hatte wirklich vor dem Spiel gegen Leipzig gar keinen Bock. Also das war wirklich seit Pandemiebeginn, glaube ich, so mein tiefstes Loch, in dem ich hing. Und ich habe mir so gedacht, ich habe keine Lust mehr auf Fußball und es würde mich nicht stören, wenn jetzt irgendwie noch 5 Wochen Pause wäre, weil ich pack das nicht mehr. Und ich glaube, es hing auch ein bisschen damit zusammen, dass ich mich so sehr halt über diese ganzen Unentschieden geärgert habe, die halt so unnötig waren. Und ja, jetzt gegen Leipzig, es war zumindest so ein bisschen, ja, ich würde es schon als ein kleines Erfolgserlebnis so bezeichnen, einfach weil das das erste Unentschieden war, wo ich mich nicht drüber aufgeregt habe, sondern drüber gefreut habe, dass ich gesagt habe, hey, das ist ein Ergebnis, damit kann ich sehr gut leben und das hätte ich mir vorher halt nicht ausgemalt und nicht im negativen Sinne. Und deswegen, ja, hat das so ein bisschen geholfen und deswegen will ich mich auch gar nicht mehr so krass dran aufhängen, weil das hat mich echt so runtergezogen, glaube ich, zusätzlich zu den ganzen Umständen, die ja sowieso vorherrschen. Das verstehe ich. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ja, genau. Es ist halt so eine Kulmination. Und ehrlich gesagt, wenn ich die Stimme von Basti höre, dann ist er auch noch nicht am Höhepunkt seiner Euphorie angekommen, oder? Nee, es ist ja so, habe ich ja gesagt. Also das ist genau das. Diese Bewertung von den vergangenen Spielen fließt mit in dieses Spiel ein. Und A, dass du die Chancen halt verpasst hast und denkst, du kannst dich über den Punkt nicht freuen. Und B, wenn du die Leistung überträgst, zu denken, ja gut, hättet ihr euch mal da und da 90 Minuten konzentriert, dann wäre es jetzt nicht so. Aber ich habe auch keine Kraft in dieser Corona-Zeit, mich da jetzt noch länger drüber aufzuregen. Es nervt mich halt so. Und dann denke ich aber gut, das ist so, dann müssen wir halt jetzt mal gucken. Und dieses Mal gucken beschreibt, glaube ich, genau das, die Situation. Muss halt jetzt mal gucken. Dieses Spiel ist nichts wert, wenn du jetzt wieder bei Union Berlin verlierst. So. Also dann, wenn du jetzt bei Union Berlin verlierst, hast du ja theoretisch wieder so einen Schnitt zu sagen, okay, du hast gegen Leipzig verloren und in Berlin Punkt holst, alles ganz normal. Platz 11 wirst du irgendwie festigen. Solche Spiele kannst du, glaube ich, dadurch, dass so du ständig unentschieden spielst, ist halt so. Dadurch, wenn du ständig unentschieden spielst, wird halt ein Unentschieden gegen Leipzig auch irgendwann so, ja, pfuh, keine Ahnung. Ja. Und du musst dann halt musst halt jetzt in den nächsten Spielen zeigen, dass du vielleicht mal 2 Spiele hintereinander gewinnst, da kannst du auch wieder ein paar Mal Unentschieden spielen oder verlieren. Ja. Aber du musst halt irgendwo diese Grundzufriedenheit schaffen, dass du dich dann wieder über kleine Sachen wieder freust. Weil, und da will ich ein bisschen auch mahnend sein, die Saison ist jetzt schon ein Stück. Ich habe immer das Gefühl, die denken, ja, es ist noch früh in der Saison und bla. Ja, so früh ist es jetzt nicht mehr. So, die Saison hat auch nicht unendlich viele Spiele und jada, jada, jada ist Winterpause. Und da musst du jetzt halt gucken. Ich bin weit davon entfernt. Klar ist das erste Unentschieden, was sich geil angefühlt hat. Aber es wird sich erst richtig geil anfühlen, wenn das quasi Ableitung auf die nächsten Spiele macht, im Sinne von, die Eintracht ist jetzt immer 90 Minuten konzentriert. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt immer gewinnen, aber wenn du das Gefühl hast, die sind jetzt immer 90 Minuten konzentriert, passiert es halt trotzdem nicht mehr, dass du ärgerlich irgendwo Punkte liegen hast und dann musst du halt mal gucken. Das ist die größte Erkenntnis. Was ist denn das hier, Alter? Weiß ich nicht. Was machst du denn da? Ton an! Ja, stimmt schon. Das ist jetzt der 8. Spieltag. Also du hast jetzt halt schon eine gewisse Anzahl einfach der Saison hinter dich gebracht und hast halt das so ein bisschen verschlafen. So langsam kommt dann der Punkt, wo es halt dann auch schnell bestraft wird, alles was es dann ist. Halt, es ist halt so ärgerlich, weil man weiß, was gehen könnte. Also weil man immer dieses Was wäre, wenn im Kopf hat. Wenn ich mir bedenke, was wäre, wenn man gegen Bremen die Punkte geholt hätte, gegen Bielefeld, gegen Köln. Und dann sehe ich ja auch, dass andere Mannschaften auch Punkte liegen lassen und dann fängst du halt an nachzudenken, in was für eine geile Situation du dich hättest spielen können, wenn du dich einfach mal zusammengerissen hättest, weil es war ja nicht, dass es unmöglich gewesen wäre. Und das ist ja halt das, was so, das so ist frustrierend halt ist. Der zweite Punkt, der daran so ärgerlich ist, nicht nur, dass die eigene Mannschaft da so ein bisschen trottelig unterwegs war, sondern dass du halt siehst, dass sie links und rechts die gleichen Probleme haben und das Mittelfeld der Bundesliga, ich glaube, Basti, du hattest es bei 93 auch gesagt, dass das Mittelfeld der Bundesliga halt auch wieder so grottenschlecht ist und dass du mit ein bisschen mehr Leistung da einfach so herausstechen könntest, dass es halt doppelt traurig und ärgerlich ist. Ja, aber ich musste auch gerade kurz lachen oder zumindest schmunzeln, als Basti gesagt hat, naja, du müsstest halt jetzt mal 2, 3 Spiele in Folge gewinnen. Dann muss man natürlich sagen, ich sehe das auch eher in der Hinsicht so, die Punkte, die wir jetzt geholt hätten, wären normalerweise die Punkte, die auch gut zu holen sind. Denn wenn du dir dann da fangen wir ja jede Woche wieder an, schau dir den Spielplan an,
waren schon einige, natürlich die Bayern waren dabei, wo jetzt links auch Hoffenheim, wo wir dann sogar gewonnen haben und so weiter, aber es sind natürlich hier Mannschaften dabei, Leipzig auch wunderbar einen Punkt geholt, aber jetzt dann, klar, Berlin, hoffen wir mal, dass da was geht, dann Dortmund, dann Wolfsburg, dann Gladbach, also das sind natürlich auch Sachen, wo man sagt, puh, das ist jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt die Punktelieferanten sind und mit denen kannst du ja auch normalerweise gar nicht planen, und das ist das, was mich ein bisschen nervt, so diese Situation, Tabelle ständig anschauen, um zu gucken, wie haben die gespielt und so weiter, das ärgert mich eh nur, versuche ich mir zumindest immer ein bisschen abzugewöhnen, und zu sagen, okay, die Punkte so und so hast schon mal gut vorgelegt, damit du in diesen super schwierigen Spielen, und klar freut sich jeder wieder, wenn du in Dortmund einen Punkt geholt oder gegen Dortmund zu Hause einen Punkt geholt hast oder gegen Gladbach dann einen Punkt holst, aber in der Gesamtabrechnung ist es einfach am Ende dann ein Ticken zu wenig. Das nervt halt. Das ist eigentlich das, wenn es in der Situation, wo wir momentan sind, 11 Punkte, 11. Platz, ja, okay, ist alles noch in Ordnung. Aber du musst hier aus extrem schwierigen Spielen dann auch was punkten, sonst bist du nämlich nicht mehr 11., sondern rutschst du immer weiter hinter. Und ich habe keine Lust, erstmal in der Winterpause so schlecht dazustehen, weil wir einfach noch so krasse Spiele halt teilweise auch haben. Ja, das, aber das ist doch gut. Hoffe ich einfach. Aber das fasst doch im Endeffekt gut zusammen. Wir sind einigermaßen zufrieden mit diesem Spiel, was am Samstag gelaufen ist. Denn es war eigentlich über die Erwartung. Denn normalerweise hätten wir gedacht, okay, Leipzig wird schwierig, gerade ohne Fans. Jetzt hast du selbst ohne Fans hinbekommen, denen einen Punkt abzuluxen, hast eine ordentliche Partie geliefert, warst sogar on the verge, sogar zu gewinnen, weil Kostic eine super Chance hatte. Am Ende war es dann nochmal auf der anderen Seite knapp. Da hat Trapp wieder gezeigt, welche Qualitäten er hat. Wir haben viele Spieler gesehen, die wir jetzt loben können, vollkommen zu Recht, wie Ilsanka, wie Durm. Wir haben auch noch gar nicht über Barkok, den wir jetzt gleich in einem anderen Kontext wahrscheinlich noch besprechen werden, es ebenfalls zu nennen. Also das heißt, wir haben viele gute Sachen, sehen aber auf der anderen Seite dadurch, dass die Eintracht in den vergangenen Spielen gegen leichte Gegner so viele Punkte verloren hat, heißt es auf der anderen Seite, dass sie in der Folgezeit die Eintracht einfach jetzt die Punkte holen muss, um genau aus dieser kleinen erfreulichen Situation einen großen erfreulichen Dauerzustand zu machen. Ich glaube, das ist das A und O. Und das wird halt wirklich die Zeit zeigen. Mhm. Ne? Wird auf jeden Fall nicht einfach. Das ist korrekt. Ja, halt schön, wenn du nicht den Druck hättest. Du hast halt hier jetzt teilweise die Spiele, wenn du dann Augsburg und Mainz und sowas, das ist dann eigentlich schon, da musst du einfach dann ordentlich punkten. Und das ist eigentlich nervig, dass du es musst. Ne, das ist das, was mich ein bisschen fuchst. Aber gut, regen wir uns nicht zu sehr auf. Ist ja noch ein bisschen jetzt zu spielen. Auch wie ihr habt gesagt, glaube ich, 8. Spieltag sind wir momentan. Korrekt. Dann kommen wir doch jetzt mal zum 9. Spieltag wahrscheinlich, René, oder? Dann lasst uns jetzt mal über den 9. Oder erst aktuell das noch. Nee, lass uns mal einen 9. Spieltag machen, weil es jetzt gerade eben ganz gut passt. Marvin hatte es ja gerade eben schon angedeutet, da ist natürlich auch ein Spieler, über den wir jetzt reden müssen, der beim letzten Spiel sehr ordentlich war und dieses Tor gemacht hat und damit halt auch sehr wichtig für uns. Barkok, der jetzt leider im Spiel gegen die Union am Wochenende ausfallen wird, weil er heute positiv getestet wurde im Zuge der ganzen Covid-Testung und damit sich jetzt in 14 Tage Quarantäne begeben muss. Und ob noch weitere Spieler folgen, weiß man jetzt nicht. Aktuell waren die Tests ansonsten irgendwie alle negativ. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die nächste Testreihe am Donnerstag. Also nicht ausgeschlossen, dass da nicht vielleicht auch der eine oder andere dann doch noch mit einem positiven Test dann da rausgeht und dann vielleicht auch noch fehlt. Aber gerade bleiben wir mal bei Barkok, was ja schon sicher ist. Ich finde es sehr bitter, dass er gerade jetzt in so einem Spiel, wo du so jemanden, der vielleicht auch so ein bisschen frei von allen Vorbelastungen und sonstigen Dingen ist und da halt auch mal so ein bisschen Kreativpunkte setzt, halt gerade fehlt, oder? Ist das, oder meint ihr, das kann irgendwie aufgefangen werden? Gut, also es sollte in der Bundesliga-Mannschaft aufgefangen werden. Ja, also ich glaube, die Optionen sollten da sein. Die Optionen waren ja vorher auch schon da. Es hat ja nicht so richtig funktioniert. Aber können wir den Spielbetrieb abmelden? Wenn das nicht aufzufangen ist, Basti. Ja, denke ich auch. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber was sollst du jetzt machen? Und das ist nicht Leipzig, sondern nur in Berlin. Und ich sage jetzt hier das Gleiche, was ich vom Stuttgart-Spiel gesagt habe. Ich habe keinen Bock, dass die Eintracht Angst hat. Natürlich sind die Fünfter, natürlich gewinnen die auch gut ihre Spiele und natürlich
überraschen die einen auch, dass die jetzt gerade in diesem zweiten Jahr trotzdem scheinbar auf Temperatur sind, obwohl man eigentlich dachte, das ist eine Mannschaft, die gerade ihre Zuschauer braucht. Scheint aktuell nicht so zu sein, die kriegen, haben sich da irgendwie arrangiert. Trotzdem ist die Eintracht besser, auch durch diese Dinge. Also meine Güte, also Marvin hat es gesagt, das kann nicht sein, dass das irgendein Gedanke ist, der da herrscht. Es ist mega ärgerlich, aber nicht mehr auch. Du musst kreativ sein. Am Ende ist es halt so, dass die Bundesliga jetzt, je länger sie läuft mit Corona, halt uns immer wieder vor solche Aufgaben stellen wird. Zum Glück haben wir den Länderspielunsinn nicht mehr. Liebe Leute, auch wenn ihr jetzt heute am Laufe des Tages reichlich skeptisch wart, ob das wirklich mit dem Länderspiel zu tun hat, am Ende, es wird leider doch so sein. Ja, ich habe jetzt viele Kommentare gelesen, die das angezweifelt haben, eher gedacht, das kommt woanders her. Ich könnte noch davon ausgehen, dass es kein Zufall ist. Dass, am Ende habt ihr Unrecht. So. Ja, genau, es ist leider so. Am Ende habt ihr leider Unrecht, denn es ist tatsächlich einfach so, ich meine, jetzt wenn schon vier marokkanische Nationalspieler ebenfalls Corona haben, naja, dann will ich die Darlegung von euch dann immer hören, inwiefern das sinnvoll begründet ist, dass es aus was anderem kommt. Aber egal, Fakt ist, es ist so. Und Patricia, wir müssen jetzt sehen, welche Alternativen da möglich sind. Ja, ist halt, das ist halt auch das, was ich so ärgerlich finde, dass man sich da so ein bisschen jetzt umschauen muss, was man tut, weil man eben nicht mehr diesen, Barkok war ja auch so eine Art Joker zuletzt, jetzt okay, er hat Startelf gespielt einmal, war aber sonst so ein belebendes Element, genauso wie Younes. Bei Younes ist ja jetzt die Hoffnung, dass er vielleicht doch wieder einsteigen kann ins Training, ob er dann fit genug ist für Samstag Joker, weiß man nicht, aber ja, das ist halt, selbst wenn er dann noch weiterhin ausfällt, dann hat man schon zwei dieser Joker, die bisher immer recht belebend gewirkt haben, die ausfallen. Und dann ist halt das Problem, du wirst eine Startelf zusammenbekommen, ja, aber hast du dann auch ja so einen breiten Kader, dass du sagen kannst, wir bringen den und den von der Bank und der bringt uns nochmal ein bisschen Feuer ins Spiel? Das ist so, was mich da am krassesten dran aufregt und halt natürlich für Barkok auch persönlich. Ich meine, der hat gerade einen richtigen Lauf und dann heißt ja, surprise, du bist positiv getestet, scheidest jetzt erstmal 1, 2, 3 Wochen aus. Ja, ist halt, es nimmt auch so ein bisschen diesen Schwung raus und das ist halt ärgerlich, aber ja, ist halt jetzt so. Ja, aufgrund der Länderspiele, ob ja oder ob nein, ist ja auch im Endeffekt egal, wo es herkommt. Es ist halt Fakt, dass es einfach mega nervig ist. Und du musst, ihr habt was Schönes gesagt, Patricia, Marvin, auch Basti, René, ich denke, da stimmt ja auch alle zu, Kreativität ist wahrscheinlich der Schlüssel hier, du musst einfach schauen und es hat ja gut funktioniert, muss man ja sagen. Letztes Spiel, ja, man muss es ein bisschen ausklammern, Leipzig und so weiter, aber es waren viele Wechsel, es war sicherlich auch das ein oder andere Experiment dabei und dann musst du eben jetzt wieder schauen, du kannst halt, hast keine Wohlfühlzone und musst sagen, okay, wie kann ich denn mit wem auch mal schauen, wer dann wirklich zur Verfügung steht. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere dazu, der leider sich dann auch angesteckt hat. Aber toi, 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 dann hast du ja eigentlich schon einige Optionen noch vorne. Wir haben ja schon viel drüber gesprochen, auch ein Chor in der Startelf oder So, der vielleicht ein bisschen nach vorne rückt und so weiter. Also da gibt es ja wirklich viele Spielereien. Und ich glaube, Basti, du hast vorhin gesagt, es ist halt immer noch auch nur Union Berlin. Da kann sowas auch schon funktionieren. Das einzige Problem ist, das könnte natürlich hier ein Problem sein, ist, wir tun uns natürlich sowieso schwer, Spiel zu machen. Und wenn dann noch ja die Automatismen fehlen und so weiter, du im Endeffekt noch mehr rumstückelst, kann natürlich sein, dass das kein schönes Spiel wird zum Anschauen. Es muss aber ja am Ende einfach nur zu einem Sieg reichen und ja, auch mit dem Dost wieder in der, vielleicht in der Startelf vorne, einfach ein bisschen umgestellt. Da werden wir dann schon sehen, die Aufstellung kommen wir ja dann schon. Aber ich glaube, da habt ihr alle, ihr habt ja alle in euren Statements auch schon gesagt, Kreativität, einfach, du kannst jetzt nicht sagen, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Genau, Spielbetrieb einstellen, jetzt können wir gar nichts mehr machen. Nein, funktioniert natürlich nicht. Deshalb müssen wir einfach gucken, vielleicht ist Hütter jetzt unser neuer, ja, ich sag mal, Wandelkönig, der hier, Wechselkönig, der hier jetzt die Positionen einfach so ideal besetzt in den, für die einzelnen Spiele, dass wir überrascht sind und es ein gutes Spiel wird. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Ich bin gespannt auf jeden Fall auf den Donnerstag auch, was wir da dann hören, wer denn alles einsatzfähig ist. Weil Younes wäre für mich auch ein wichtiger Mann. Ne? Auch wenn er jetzt sicherlich Trainingsrückstand hat, es ist trotzdem eine wichtige Personalie.
gerade wenn wir ein bisschen Kreativität reinbringen wollen. Younes muss ja jetzt erstmal die Tests auch wieder bestehen, der wird ja jetzt auch nochmal getestet, wenn ich das richtig verstanden habe, muss er jetzt zweimal in Folge negativ getestet werden und dann darf er quasi generell überhaupt erst wieder zur Mannschaft am Mannschaftstraining zurück. Genau. So, das heißt, es wird wahrscheinlich auch Donnerstag sein und dann genau. Ja, hast du den Freitag und Samstag ist dann schon das Spiel, wie viel Luft dann da noch tatsächlich ist, fraglich, würde ich jetzt auch nicht so viel Spielzeit mit einplanen. Ja. Ja gut, Mannschaftstraining ist ja nochmal was anderes als individual, also fit halten konnte er sich ja jetzt auch. Die Frage ist ja in dem Sinne, wie funktioniert er ins Konzept rein oder wie passt er? Und du hast ja gesehen, also ich glaube, die Mannschaft vom letzten Wochenende hat gezeigt, dass sie auch anders zusammengestellt und ohne große Spielpraxis zusammen was reißen kann. Also es kommt wieder drauf an, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eigentlich zum Leipzig-Spiel schon gesagt haben, wenn die Mannschaft wieder Vollgas gibt, sollte auch Union Berlin machbar sein, egal wer spielt. Das ist ja das, was Basti eigentlich auch fordert. Die Ausstellung ist nicht das Wichtige, das System muss irgendwie passen, die Spieler müssen austauschbar sein und ja, hoffen wir mal, dass wir das hinbekommen. Ja. Und der Einsatz muss unbedingt stimmen, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo wir alle beipflichten, dass das der wichtige Knackpunkt an der Stelle ist. Du hast einen Rode, der auch wieder fit ist, der jetzt dann wiederkommt und wieder eingesetzt werden kann. Das heißt, da hast du ja dann auch wieder eine Personalie, auf die du bauen kannst. Und dann ist halt die spannende Frage wirklich, mit welcher Aufstellung gehst du gegen Union rein? Was glaubt ihr, welches Spielsystem und welche Spieler werden wir da sehen? Lasst uns doch mal da drauf gucken. Fangen wir wieder mit der Abwehr an. Können wir, also ich tippe, wir spielen diesmal nicht mit einer Viererkette, sondern eher wieder Dreier-Fünferkette. Okay, auch Fünferkette. Das heißt, Hasebe wäre dann auch wieder dabei? Muss nicht zwingend. Kannst auch Abraham, Hinteregger, Hendika. Also so wie wir es jetzt gegen Leipzig auch hatten. Also Hendika hat ein ordentliches Spiel gemacht, auf jeden Fall. Das macht er fast immer, wenn er spielt. Finde ich auch. Wird mir sogar vielleicht besser gefallen, weil Hendika halt schneller ist als Hasebe. Das ist jetzt einfach so mein Fixpunkt, weil, ich weiß nicht, bei Union ist ja auch das Ding, dass die Geraldo Becker haben. Der ist ja ziemlich schnell unterwegs und Kruse ist halt, ja, auch so, Kruse ist halt Kruse. So ein Wirbelwind, sage ich mal. Und weiß nicht, fände ganz gut, wenn da die Innenverteidiger schnell von A nach B kommen können. Klar, Hasebe macht das oft einfach mit Erfahrung und einem guten Auge wett, aber gab halt auch Situationen, wo das dann nicht mehr so gut geklappt hat. Und ja, Dika hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch hat ja auch die Vorlage zum 1-0 gemacht, also der Pass hat mir sehr gut gefallen, deswegen ja, also ich würde ja aufgrund der Schnelligkeit vorwiegend auf Hendika gehen. Passt. Ja, nicht nur Schnelligkeit, tatsächlich auch für mich nochmal auch mindestens genauso wichtig, der Punkt, den du gerade eben angeführt hast, dass du mit Hendika halt eben auch nochmal so einen Spieler da hinten drin hast, der halt auch in der Lage ist, aus der Tiefe heraus so eröffnende Pässe irgendwie zu machen. Um halt wie eben zum 1-1 auch die Flanke beispielsweise. Genau. Ne? Also wo der einen langen Pass gespielt hat, der hinführend zum 1-1 auch ganz, ganz markant und wichtig war. Also gefühlt hat Hendika einfach eine relativ große Qualität, was in seiner Passgenauigkeit, er ist ein feinerer Fußballer und macht auf jeden Fall Sinn und dann kommt gleichzeitig noch dazu, was Patricia gesagt hat, dass mit Geraldo Becker ja ein relativ schneller Spieler am Start ist und die beiden könnten sich ordentlich behaken. Ja. Also ich hätte da ein besseres Gefühl und Hendika ist für mich auch perspektivisch, muss jetzt einfach jedes fucking Spiel spielen. Das geht gar nicht anders. Das ist das größte Talent, was du in der Innenverteidigung hast. Das sagen wir seitdem er hier ist eigentlich. Und jetzt wird es halt auch einfach Zeit. Ja, bloß halt eben auch den Faktor, was wir ja vorhin schon hatten, dass wir mit Abraham jemanden haben, der im Winter weggeht. Und dann willst du halt schon einen Hendika als Abwehrspieler haben, der halt auch die nötige Spielpraxis in der Saison mitgenommen hat. Genau. Ja. Passt. So, dann auf links außen, machen wir da mal weiter. Kostic ist, glaube ich, klar, wenn der scheint ja soweit wieder fit zu sein, von daher wird da kein Weg dran vorbeiführen. Und dann ist jetzt die Frage, Rode ist wieder da, Ilsanke hat zuletzt gute Spiele gemacht, So hat jetzt gut funktioniert, Nkor ist ja auch noch da. Also was sehen wir da in der Mitte im Mittelfeld?
Also wenn Rode fit ist, spielt Rode und die zweite Vakanz, da weiß ich noch nicht genau, wie sie auszufüllen ist. Normalerweise, wenn wir uns beim Wort nehmen, müsste jetzt eigentlich Ilsank auch eine Auszeit bekommen, Basti, oder? Ich glaube auch, ja, weil eigentlich ist das jetzt ein Gegner. Ich fordere, dass die Eintracht von sich selber denkt, dass sie Favoritin im Spiel ist und das auch zeigt. Und dann muss halt jemand das Spiel offensiver ist. Dann braucht man Ilsanka nicht, weil wir haben diese drei Türme da hinten dann da drin. Dann brauchst du nicht noch einen gegen so einen Gegner. Also da weigere ich mich. Ich finde, die Eintracht kann das auch spielen, weil dann den Gegner auch ein bisschen unter Druck setzt. Also ich finde, Ilsanka ist immer so eine Nummer, du richtest dich halt ein bisschen nach dem Gegner auch. Weil du denkst, die sind gefährlich, deswegen stelle ich den. Aber wenn du vielleicht diese Position nimmst, um selber jemanden hinzustellen, der auch gefährlich werden könnte, wo der Gegner seine Statik auch ändern muss, kannst du vielleicht auch ein bisschen so die Pace vorgeben. Also ich wäre auch dafür zu sagen, ja gut, ich meine, den einen oder anderen würde es so einen Ohren raushängen. Ich würde mit Rode und Zou spielen dann. Ich würde, weil Zou einfach trotzdem spielerisch für mich besser ist und ich will einfach, dass der Parma im Maschinenraum spielt und mal gucken, ob er das endlich mal hinkriegt. Weil er für mich trotzdem von unserem zentralen Mittelfeldspieler derjenige ist, der am besten kicken kann. Das ist leider so. Ich ganz ehrlich, ich muss diese Zou-Sache auch, glaube ich, mal klarstellen. Ich fordere den die ganze Zeit nur, weil ich sonst niemanden sehe. So, ich bin ja nicht dafür verantwortlich, dass die Eintracht keinen zentralen Mittelfeldspieler hat, der kicken kann. So, dann muss ich ja gucken, wer kann das, dann nehme ich ihn, weil ich halt will, dass in der Zentrale Leute sind, die kicken können, weil das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, du halt Stürmer vorne drin hast, die eben keine Chancen selber kreieren, sondern irgendjemand muss die für die kreieren. Und dann will ich jemanden haben, der kicken kann. Und Ilsanka und Kor, die werden keine wunderbaren Statiken ins Spiel bringen, dass du irgendwie, keine Ahnung, durch geile Ballstaffetten irgendwie die in die Position bringst. Deswegen, um endlich mal von diesem wir müssen und können nur Flanken-Ding wegzukommen, müssen in der Zentrale zwei Leute sein, die kicken können. Und das sind für mich leider Rode und Zou, auch wenn das nicht ideal ist, aber es ist jetzt halt so. Deswegen würde ich das gegen Gegner, wo ich den Gegner zeigen will, hier, ich will hier bei dir gewinnen, würde ich das halt mal ausprobieren. Ein Punkt aber dazu, Basti, hast völlig recht. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir mit Chor, den man hier hätten, oder das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der aufgestellt wird, um im Endeffekt aus der zweiten Reihe diese Bälle aufs Tor zu bekommen. Das ist ja typisch. Also muss man ja wirklich sagen, da war der einzige Spieler, den wir eigentlich auf diesen Positionen hatten, der diese Schüsse aus der zweiten Reihe versucht hat und auch einigermaßen gefährlich, so wirklich erfolgreich war es jetzt nicht. Aber da könnte ich mir sogar vorstellen, dass Chor hier ein Element ist, was gebracht wird, um eben genau diese aus der zweiten Reihe Bälle, die vielleicht dann vorne natürlich so abgefälscht, abgeklatscht werden, dass sich Silva, Kamada oder Gost, wer auch immer vorne spielt und im Strafraum dann vertreten ist, dann auch daran bedienen kann. Denn ich weiß nicht, ob Zou oder dass die Taktik dieses Momentums, dass wir wirklich spielerisch da was draus lösen und der Maschinenraum, wie du es so schön genannt hast, ist, glaube ich, so in diesem Spiel auch wieder nicht umsetzbar. Oder ich glaube, wir haben den Schritt einfach noch nicht. Auch die Automatismen fehlen und so weiter, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Ich glaube tatsächlich, dass hier eher ein Chor tatsächlich mit den zweite Reihe Schüsse und vielleicht glücklicher Abpraller und vorne passiert was Unvorhersehbares oder die Bälle werden schlecht geklärt, zweite Welle, daraus entsteht was, mehr bringen als ein Zou, der vielleicht, und da bin ich voll bei dir, dass der das eher einer ist, wenn der wirklich seine Leistung abruft, Kreativität, Spielwitz, Spielklasse mit reinbringen kann. Weiß ich aber nicht, ob wir das in dem Spiel sehen würden und ob es am Ende erfolgreich ist, weiß ich sowieso nicht, aber weiß nicht, ob er auch mit der Position, gerne gehe ich auch mit Zou mit. Ich könnte mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass Chor spielt aus den genannten Gründen. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir uns aber irgendwie festlegen. Wer soll jetzt spielen? Neben Rode. Ja gut, Rode haben wir, glaube ich, safe, oder? Rode haben wir safe. Genau, ja. Rode ist safe. Ja. Neben ja. Rode. Ja. Ja. Mhm. Also ich wäre tatsächlich Patricia, mach du erst. Oder ja, du musst Entscheidungen treffen. Ich finde das Argument für Chor ganz gut mit den Bällen, die er dann aufs Tor bringt. Finde aber auch, also was meine Hoffnung bei Zou ist, es ist ja immer zwischen den beiden Sechsern und Kamada relativ viel Platz. Und was ich mir von Zou halt erhoffe, ist, dass er halt diesen Platz irgendwie dann vielleicht ja füllt, den Raum füllt und Kamada auch so ein bisschen in Szene setzt, weil ich immer das Gefühl habe, Kamada spielt selbst besser, wenn er noch einen zweiten, bisschen kreativeren Spieler an die Hand bekommt. Also wenn das Younes stimmt, ist, der ja zum Beispiel eingewechselt wird, da merkst du, dass er selbst auch so aufblüht. Und das ist meine Hoffnung bei Zou, dass er da auch vielleicht so ein paar Pässe spielen kann oder so ein bisschen, keine Ahnung, hier mal ein Doppelpass, da mal ein guter Laufweg, dass sich da Kamada auch so ein bisschen unterstützt fühlt oder vielleicht auch
ja, mit jemandem so ein bisschen, ja, gemeinsam agieren kann, wovon dann auch wieder Silva vorne profitiert, weil er ja auch diese Zulieferer braucht. Das ist so meine Hoffnung, dass da so eine Kettenreaktion entstehen könnte. Und ja, wie Basti schon gesagt hat, sehe ich das am ehesten bei So, weil das am ehesten der Spieler ist, der ja kicken kann. Ich will auch endlich dieses Lied singen. Ich will endlich mal, dass wir dauerhaft mal dieses Lied Jeepel So, So. Da muss einfach mal ein bisschen mehr kommen. Ja, jetzt müssen die nächsten Wochen einfach kontinuierlich abgeliefert werden. Das ein oder andere Törchen, dass wir uns auch wieder so ein bisschen in Euphorie versetzen. Dass wir dieses Lied dann auch, Basti ist, glaube ich, einer der geistigen Väter dieses Liedes. Dass wir das auch mal ein bisschen anstimmen können und nochmal wieder uns aus dieser komplett Legatie, ja, das eine blaue Bockradler. Wow, Radler, sage ich schon. War ja nicht mal Radler. Ja, das ist eine Schorle. Ja, hat mich schon ein wenig angetütelt. Also ihr merkt schon, es ist nicht so ganz so einfach. Aber das würde mich doch sehr freuen. Und lass uns einfach mit So, wollen wir mit So gehen? Ich bin auch für So. René. Da ist die Mehrheit für dementsprechend. Nehmen wir den jetzt hier mal in unsere Startelf. Passt. Und dann auf rechts die Frage. Touré wieder? Tja, schwierig. Yes, ich habe mich jetzt mit So schon unbeliebt gemacht, da mache ich mich jetzt nochmal unbeliebt. Ich würde Durm wieder rausnehmen und Touré reintun, ja. Ist gar nicht so unbeliebt, weil ich hätte tatsächlich den gleichen Gedanken, wenn wir eher wieder mit so Dreier-Fünfer-Kette spielen. Gerne, kein Problem. Also Chandler und Da Costa sind wir uns, glaube ich, einig, dass die beiden wahrscheinlich keine Chance bekommen werden. Eigentlich hätte ich mal Bock, so Union ist eigentlich so echt gutes. So, also wirklich, dass Chandler einfach mal spielt, auch wie so Kai aus der Kiste kommt und einfach mal zwei Tore gegen Union Berlin macht, das würde ich eigentlich schon ganz geil finden. Gerne. Wie letzte Saison, auf einmal fängt er an. Vielleicht könnte er das erbringen, was ich gesagt habe mit der Einstellung. Genau. Das ist auch. Touré ist einer, der schläft eher ein. Ich glaube, der hat viel mehr Fähigkeiten als alle anderen, aber der hat auch immer wieder unglaubliche Aussetzer. Vielleicht muss er jetzt mal ein bisschen darüber nachdenken und zwei Spiele draußen sein. Chandler finde ich eine geile Idee. Finde ich auch eine gute Idee. Ich glaube tatsächlich, dass der da auch nochmal so einen gewissen Faktor mit reinbringen kann. Dann davor, Kamada ist, glaube ich, relativ unstrittig. Und dann die Frage, steht da noch? Nee, einer nebendran geht ja eigentlich gar nicht. Da müsstest du ja Younes quasi bringen, wo wir ja nicht unbedingt glauben, dass der jetzt da wieder Zeit hat. Oder doch mit Younes und dann wieder nur mit einem Stürmer oder zwei Stürmer. Dost Silva. Ja, wobei ich schon sagen muss, ne, auch Kamada, der kann auch mal wieder mitspielen. Ne? Es ist jetzt nicht verboten, in der Bundesliga auch mal wieder aktiv am Spiel teilzunehmen. Also die letzten. Was, Marvin? Ja, ich will ihn da jetzt auch nicht zu nahe treten, aber man darf schon. Ne? Also Kamada ist jemand, über den haben wir viel gesprochen und der hat unglaublich viele Fähigkeiten, aber man darf auch den Takt mal wieder ein bisschen hochsetzen, ja, also keine Ahnung, vielleicht leidet der da noch, dass er vielleicht auch keine Playstation bekommen hat oder so. Ist es auch für uns alle nicht einfach, ja, da ist Patricia eine der Glücksgewinnerinnen hier Ansicht ganz vorne dabei. Ja, du auch, ja, was macht eigentlich die Post aus Italien? Gibt's ja noch was Neues, also können wir vielleicht nachher diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das bei ihm fehlt mir aktuell so ein bisschen der Esprit. Und das muss er mal wieder auf den Platz bekommen, weil natürlich auch schwierig gegen Leipzig war es halt nichts und auch davor, das ist mir zu mau. Ich will mal wieder so ein bisschen dauerhaftes Bespielen sehen. Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Wer trotzdem schön. Würdest du nicht wechseln, Marvin, oder? Also nee. Schon Kamada. Nee, ja, würde ich. Also, ich würde halt ja auch dann nicht wen. Du hast auf der Younes, Bank dann vielleicht einen Younes, ne? Klar, aber lass den mal auf der Bank, ne? Alles andere wäre Risiko. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch für zu viel Risiko gehalten. Aber ja, klar, der muss dann vielleicht auch irgendwann mal als Rotationsspieler für diese Position einfach auch herhalten. Weil ich glaube, Kamada ist auch einer, der dem mal so ein Päuschen zwischendrin ganz gut tun würde. Gut, dann haben wir die Aufstellung und dann hätte ich jetzt gerne Ergebnistipps von euch. Und diesmal darf der Marvin anfangen. Ja, ey Leute, wir müssen uns irgendwie so ein bisschen die Saison reinkämpfen, deswegen hätte ich jetzt eigentlich ein bisschen Bock, dass wir einfach mal 3-0, ey, machen wir 3-1. 3-1 gewinnen wir bei Union Berlin. Das ist so ein bisschen Zweckoptimismus, weil ich jetzt mal will, dass die Saison jetzt wirklich mal anfängt. Also es ist halt, fühlt sich alles noch so ein bisschen nicht im Tiefschlaf, das ist Quatsch, aber man wird so schwierig mitgenommen, aber mit so einem klaren 3-1, dann hätte ich einen ganz anderen Blick auf diese Eintracht. Patricia. Ja, dann will ich jetzt auch mal einen Sieg sehen und sag
Ja, ich sag 3-2. Komm. Ich glaube, es ist so ein torreiches Spiel. Ich weiß auch nicht, warum ich das glaube, aber ich sag's jetzt einfach mal. Basti? Ich sag, die Eintracht soll da einfach mal 3-0 gewinnen, was Marvin gesagt hat. Die Saison soll jetzt mal endlich anfangen. Und das wäre so ein Fall. Einfach mal denkst, wow, geil, Alter. So, krass. Ja, endlich mal dem Status der dominierenden Mannschaft gerecht werden. Ja. Dennis? Ich glaube tatsächlich, dass es ein reingedödeltes 1-0 ist. Also, dass wir gerade so irgendwie das reinwurschteln ungut ist. Du aber willst auch nicht, dass schon wir zufrieden. In die Saison kommen. Du willst auch nicht, dass wir in die Saison kommen. Ne? Du willst gar nicht, dass wir jetzt noch mal ein bisschen Euphorie jetzt hier haben. So. Das ist also da, das ist für mich dann schon, da hast du deine Hausaufgaben gemacht und kannst dich dann auf die total kranken Spiele konzentrieren. Ich will einfach nur nicht hier wieder verlieren oder unentschieden. Das bin ich schon sehr zufrieden. Für mich bin ich dann schon in der Saison angekommen. Machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlich spielt die Eintracht eh 1-1. Also Ich wollte gerade sagen, meine Hoffnung wäre tatsächlich ein 3-0. Am Ende wird es wahrscheinlich ein 1-1. Von daher würde ich jetzt auch mal mit einem 3-1 für uns da in das Rennen gehen. Aber am wahrscheinlichsten ist tatsächlich wieder ein Unentschieden. Was dann ist schon wieder komplett lächerlich, wie wir vier Leute von uns 3 Tore für die Eintracht getippt haben. Ja, tatsächlich komplett vier, ja. Unrealistisch. Ja. Und das Geile ist, ich habe ja ohne Gegentor getippt, das ist ja noch unrealistischer. Ja, du hast auch 3-1 korrigiert. Basti, ja, stimmt, ich habe auch 3-1 korrigiert. Ja, richtig. Ja, wohlwissentlich, also eigentlich aus mehr Glück als Verstand, aber die Eintracht, keine Ahnung, wann das ist her, seitdem, wann ist das letzte Mal kein Gegentor gefangen? Das ist ja auch schon ewig. Habe ich mich zuletzt auch gefragt. 24. Spieltag. Wow. Oh Gott. Krass. Dann war das noch 2020. Ja, okay. War ein anderes 2020. Es war ein anderes 2020, ja. 24 Spieltage. Oh Mann. Ach, du ahnst es nicht. Seit 18 Spieltagen. Plus DFB-Pokal. Ja, brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Ja, das sind unsere Tipps. Mal sehen, wie viel Recht wir haben und wie viele Tore wir tatsächlich dann nächste Woche besprechen können, müssen, dürfen. Sucht euch was aus. Was wir jetzt besprechen können, müssen, dürfen, sind Dummschwätzer, die uns geschickt worden sind. Und vielleicht haben wir noch den einen oder anderen, den wir da auch noch selbst ergänzen wollen. Ich fahre jetzt erstmal den Jingle ab. Rumenig. I'm a fan. Danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, wir haben da wieder reichlich Zusendungen bekommen. Und ich fange jetzt einfach mal in der Reihenfolge an, wie wir sie geschickt bekommen haben. Und dann können wir mal gucken, ob wir noch Ergänzungen haben, beziehungsweise ob wir zu dem einen oder anderen Fall auch noch was sagen wollen. Die erste Dummschwätzer-Nominierung kommt von Ed Bietelchen. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was er uns geschrieben hat. Er schreibt, Thomas B., mein Gott, hierüber müsst ihr in der nächsten Folge sprechen. Was bitte ist das? Dem haben sie doch ins Hirn Das ist der Dummschwätzer des Jahrzehnts und zwar ohne Abstimmung. Bitte an alle Sender, ladet diesen Typen nie mehr zu irgendetwas ein. Das bezog sich auf ein Video, auf Twitter oder zumindest habe ich es auf Twitter gesehen, ich weiß nicht, wo es ursprünglich veröffentlicht worden ist, wo es um Aufruf von Thomas B., ich glaube, wir wissen alle, wer damit gemeint ist, dazu aufgerufen hat am vergangenen Wochenende? Ich glaube ja, zu dieser Demonstration nach Berlin zu kommen und da ganz komische Argumente und Gründe eingeführt hat, also ich glaube, mit der Variante, dem haben sie ins Hirn liegt man hier an der Stelle relativ richtig. Habt ihr da noch Ergänzungen zu oder war in dem Text tatsächlich alles Erwähnenswerte drin? Ich will dazu nichts mehr sagen. Ja, ich glaube auch nicht. Also, passt so, ja. Wir haben hier genug zu tun. Dann haben wir eine Doppelnominierung von Ed Archie Friend und Sounds to Move. Geil. Und zwar Waldemar Hartmann für seine Antwort auf die Frage nach der Bundestrainerin. Da gab es ja auch verschiedenste Stellen, wo dieser Kurzausschnitt von diesem Interview war, glaube ich, ZDF, ARD. Weiß ich immer. Also ich gucke mir nichts mit Waldi an, deswegen wirst du bei mir auf taube Ohren treffen, so, ja, so, keine Ahnung.
Ja, ich kann es kurz zusammenfassen. Er wurde gefragt, gerne. Nach, ob es vielleicht auch in der Zeit ist oder möglich wäre, dass Jogi Löw als Bundestrainer von einer Bundestrainerin ersetzt wird oder eine Bundestrainerin auf ihn nachfolgen würde. Und dann war seine Antwort ein erst kurzes Stutzen und dann als Bundestrainerin? Nee, bestimmt nicht. Vielleicht als Nivea-Model und sagte dann, dafür ist Deutschland nicht bereit und ich auch nicht. Und das hat zu sehr vielen erzürnenden Kommentaren geführt. Ich glaube, hauptsächlich ausgelöst auch durch diese Aussage als Nivea-Model, weil das natürlich dann wieder so ein Stereotyp da an dieser Stelle einfach auch bedient, der an dieser Stelle halt einfach nichts zu suchen hat. Ja. Genau. Das ja, war das. Also, was soll ich sagen? Ja, aber was sollen wir uns mit Waldemar Hartmann jetzt auch noch beschäftigen? Ja. Also Waldemar, ich glaube, das kommt. Nach wenn Corona vorbei ist und wieder alles gut ist, dann können wir es vielleicht irgendwann mal wieder machen, aber Leute, es ist. Also ganz ehrlich, das Grundproblem ist. Diese Leute müssen jetzt einfach in der Versenkung verschwinden. Ja, Manu Thiele hat das gut beschrieben, der hat einen Tweet, der hat es eigentlich vollkommen umfassend zusammengeschrieben. Das Problem ist, eigentlich ist es vollkommen irrelevant, was der sagt, aber das Problem ist, dass der überhaupt immer noch gefragt wird. Ne? Also ich meine, warum, also welche Antwort erwarte ich mir, wenn ich Waldemar Weißbier, Freizeitkomödiant, dazu befrage? Politikberater. Ja, ja, genau. Also was soll ich, ne? Einfach Leute, so Leute nicht mehr einladen, dann wirst du auch nicht so eine dumme Antwort bekommen, wenn du ernsthaft auf einen konstruktiven Dialog aus bist, den du ja nicht mit ihm gerade in dieser Thematik nicht führen kannst. Also insofern, da muss ich auch den Schuld, die Schuld weiter an die an den, was weiß ich, an den Sender schieben. Ja, ja, aber trotzdem natürlich eine gute Bewertung, nicht Bewertung, aber eine gute Nominee. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der größte Punkt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass der ein oder andere auch einfach irgendwann sagt, so nach dem Motto, ich habe jetzt gerade keine Lust, euch irgendwie zu fragen und dass die Letzten sind, die tatsächlich auf solche Anfragen noch reagieren. Ja. Aber ist jetzt auch nur eine Theorie. Und dann haben wir gerade eben kurz vor der Sendung noch eine geschickt bekommen von Ed-Hack Klötzje und von LP Wattenbeck, und zwar der Onkel vom Dosenclub für sein Kicker-Interview. Ich habe es nicht komplett gelesen, noch nicht. Ich wollte mir den Kicker noch holen, weil ich es tatsächlich mal komplett lesen wollte, aber zumindest diese Auszüge, die davon veröffentlicht wurden, mit von wegen, wir müssen uns jetzt alle der Entfremdung von unserem Sport stellen, und ist, also allein diese Headlines sorgen bei mir schon für hartes Magengrummeln tatsächlich auch. Ich weiß nicht, hat einer von euch das Interview komplett gelesen? Nein. Ja, habe ich. Und das, Marvin hat das, glaube ich, bei uns im WhatsApp-Chat gut beschrieben. Minzler fährt komplett Trump, hat der Zitat Marvin Mendel. Ich glaube, das beschreibt, das ist keine inhaltliche Aussage. Das ist eine Provokation, um Reaktionen hervorzurufen, die dann dafür genutzt werden sollen, deinen Standpunkt irgendwie durchzubringen. Mit diesen Aussagen kann keine andere Intention verfolgt werden, als dass die wollen, dass Leute ausrasten. Mehr kann es nicht sein. Es ist, wenn ihr andere habt, sagt es mir, aber ich kann mir keinen anderen vorstellen, als zu denken, das ist eine reine Provokation, damit irgendwelche Leute irgendwie ihre gute Kinderstube vergessen und man dann wieder die Karte spielen kann. Ja, seht ihr, Leipzig hat es mit unberechtigter Kritik zu tun. Weil das ist eine pure Provokation, dieser Satz. Von Leipzig zu sagen, man muss wieder aufpassen, dass der Sport sich nicht entfremdet, weil das ist die fleischgewordene Entfremdung, die er da verwaltet. Ja, da kannst du halt auch wieder einiges an Medienkritik halt reinpacken, weil das eine ist natürlich generell, dass er sich mit solchen Sätzen dahinstellt und versucht irgendwie diese Provokation zu machen, aber du brauchst natürlich auch so einen Gegenspieler, der dir das Mittel dieser Provokation zugesteht, beziehungsweise dir halt eben die Möglichkeit gibt, sie überhaupt zu stellen, und das ist halt der andere Punkt, der dabei halt auch wieder so ärgerlich ist. Ne? Ja, das schon. Nicht kritisch damit umgeht. Ja, das ist schon, aber ich meine, das ist halt auch Kicker, ne? Also, ja, es kommt immer drauf an, wie viel Kritik da geäußert wird. Da hast du halt bei Elf Freunden beispielsweise ein ganz anderes Level der Kritik. Ich fand ehrlich gesagt den Tweet von Stefan Reich vollumfassend zusammenschreibend, zusammenfassend eigentlich. Brandstifter fordert sich, dem Problem brennende Häuser zu stellen. Was soll dazu noch, oder Patricia? Das ist ja eigentlich perfekt, oder? Ja, fand ich auch sehr, sehr gut beschrieben. Ja, war dann auch, glaube ich, das Letzte, was ich zu diesem Thema gelesen habe, und dachte mir so, ja, das, damit ist es durchgespielt. Ja, hat es halt genauso beschrieben, wie es ist.
Ja. Also Minzler fährt hier ein Konzept, bei dem er genau weiß, dass es ihm nicht um eine inhaltlich-sachliche Debatte geht, sondern er nimmt Bedenken der Realbedenkenträger auf, formuliert sie für sich, um eigentlich nur Reaktionen zu ziehen. Also es ist völlig absurd, aber es ist leider gängiges und auch lustigerweise gängig populistisches Merkmal von Leuten, die eine Stimmung irgendwie bestimmen wollen oder erzeugen wollen und eine Stimmung erregen wollen. Deswegen wundert mich das nicht. Mich regt bei diesem RB-Konzern, Basti hat es gestern bei Fußball 2000 gesagt, wer rechts außen bei RB steht, auf jeden Fall der Präsident bzw. der Chef des Ganzen. Ja, insofern, das passt halt. Und das passt, natürlich, ja, werden solche Strategien dann auch da mittlerweile selbst im Fußball halt ganz gerne verwendet, um eine Deutungshoheit zu haben und nicht sich immer als Opfer zu gerieren. Es ist eine Erbärmlichkeit und das Einzige, was wir damit tun können, ist sagen, dass wir immer wieder auf die realen Machtverhältnisse gehen und nicht uns einlullen lassen, weil das Allerschlimmste ist, dass wir so ein Narrativ übernehmen, dass wir dann plötzlich sagen, oh ja, der, guck mal, den geht's ja auch so schlecht. Nein, Bullshit. Und das ist halt genau der Punkt und es geht ja genau dann, was du auch gesagt hast, René. Am Ende musst du halt immer eine Gegensätzlichkeit bilden, musst sagen, ja, okay, das hat er jetzt gesagt, das ist ja schön, dass er sagt, aber so sieht die Realität aus. Es ist halt erbärmlich, dass wir mittlerweile schon beim Fußball ein Fact-Checking machen müssen, ja, also wenn das so weitergeht, also ich meine, klar, dass wir beim Wahlkampf, bei der Politik wahrscheinlich auch mittlerweile bei wissenschaftlichen Dingen ein Fact-Checking machen müssen, aber dass es jetzt so weit kommt, dass wir selbst beim Fußball angetrieben durch RB dazu kommen, dass wir wahrscheinlich immer so eine Tabelle, keine Ahnung, Faktenfinder, ja, wahrscheinlich gibt es bald den Sportschau-Faktenfinder, wenn RB weiterhin so Interviews gibt, ja, dann vielleicht ist es der einzige Weg, um denen mal zu zeigen, dass es halt so nicht geht, aber es ist bitter und naja, Mitzler versteht sein Handwerk. Ja, leider ja. Das ist richtig, ja. Gut, was haben wir noch? Habt ihr noch Ergänzungen zum Dummschwätzer oder wären das die drei Kandidaten für die Abstimmung in dieser Woche? Schon drei richtig gute Nominierungen, muss man sagen. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt die Möglichkeit, hier abzustimmen. Und dann werden wir mal nächste Woche gucken, wer das Rennen gemacht hat. Und vielleicht gibt es dann mal wieder eine Woche ohne Dummschwätzer. Ich glaube, die Energie ist bei uns allen gerade nicht so groß vorhanden. Deswegen wollen wir euch jetzt auch noch eine gute Tat der Woche präsentieren. Da haben wir nämlich auch noch eine. Und vielleicht bringt uns das wieder so ein bisschen in positive Stimmung. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Marvin, du hast ja eine gute Tat der Woche reingeschrieben. Möchtest du uns kurz sagen, um was da geht? Ja, auf jeden Fall. Alle Jahre wieder. Das ist ja mittlerweile schon eine der Standardaktionen, die wir hier im Eintracht-Podcast sehr, sehr gerne empfehlen. Und zwar gibt es wieder die Weihnachtsgeschenke für Frankfurter Kinder. Jetzt haben wir ein bisschen eine Schwierigkeit. Durch Corona ist ein bisschen eingeschränkt. Ne? Wo kann man überhaupt noch einkaufen gehen? Wo ist es möglich? Aber unter dem Link, den wir euch dann präsentieren in den Shownotes, haben wir die Möglichkeit aufgezeigt. Wenn man dann noch weiterklickt, dann gibt es einen Handzettel, Weihnachtsaktion. Da gibt es genügend Bereiche in Frankfurt, wo man hingehen kann. Und da gibt es einen kleinen Weihnachtsbaum oder einen größeren Weihnachtsbaum. Da sind massig Ideen von Kindern, was sie sich ganz gerne wünschen. Dann nimmt man sich eins und schaut dann, ob man das irgendwo bekommt. Und dann entweder kann man es dort schon wieder hingeben oder ich glaube, man sollte es dann dort an dem dorthin geben oder im Frankfurter Kinderbüro. Und dann kann man sehr vielen Frankfurter Kinder ein Geschenk machen und eine kleine Freude machen zu Weihnachten, die uns ja das Weihnachtsfest, was uns ja alle irgendwie vor Herausforderung stellt. Aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wie gesagt, du kannst im Nordwestzentrum, Nordweststadt, Brudi, wenn du da irgendwie ein bisschen, wenn du da ein bisschen einkaufen willst, kannst du dort machen, kannst du da mal schauen. Galeria Kaufhof, dann hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten im Dornbusch. Von der Getränkeoase bis zum Katzenparadies. Also wenn da nichts dabei ist, für die Leute, die ganz gern auf der Bergerstraße flanieren, Grüße an dieser Stelle an Stefan Reich beispielsweise, ja, wenn du das jetzt hier hörst. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, vom Kupferstecher zum Reformhaus und da hoffe ich, dass der ein oder andere sich mal
da mal vorbeischaut, auch bei der Auffüllerei für die veganen Freunde unter uns, die möglichst ohne Verpackung leben, ist auch ein bisschen was dabei. Also ich würde mich freuen, wenn da mitgemacht wird. Ich gehe auf jeden Fall bald hin. Für mich ist es immer so, das ist immer mit einem größeren Einkauf dann noch bei Karstadt, wenn ich irgendwie noch Geschenke brauche für meine anderen Lieben, dann werde ich das dann damit verbinden und dann freue ich mich. Karstadt hat ja sowieso eine ganz gute Ausstattung, da bekommst du das meiste für die Kids, was die so wollen. Und da gibt es können wir einen kleinen Fußball schenken, was weiß ich, mal vielleicht gibt es auch irgendwie Lego oder so. Das, da bin ich ein großer Fan, freue ich mich immer, wenn ich das schenken kann. Also ich glaube, man freut sich und den Kindern ist damit geholfen. Sehr coole Aktion, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch sehr großartig. Wir verlinken das. Da findet ihr das nochmal beschrieben, beziehungsweise das PDF, wo ihr alle Stationen findet, wo ihr hingehen könnt und die Karten an den Bäumen findet. Eine sehr lohnenswerte und unterstützenswerte Aktion. Gut, dann haben wir noch ein paar Empfehlungen, die wir euch noch mit an die Hand geben möchten. Jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und Patricia natürlich. Und bevor wir zu den Empfehlungen kommen, haben wir an dieser Stelle auch noch eine kleine Verlosung. Basti hatte es ja schon auf Instagram angekündigt. Wer bis hierhin zugehört hat, ja, der hat jetzt die Möglichkeit, eine Packung Eintracht-Mispelchen zu gewinnen. Basti, was ist das? Oha. Ja, ich glaube, das erklärt sich von selber. Es sind kleine Mispelchen im Shotglas, die man trinken kann, die sich großer Beliebtheit auch bei dir und bei euch erfreuen. Ich habe ja ein Paket bekommen und dann durfte das hier im Eintracht-Podcast verlosen, auch wenn es mir schwerfällt, das nicht selber zu trinken in diesen Zeiten. Ja, das glaubt. Alles, was ihr machen müsst, ist einfach nur den Folgentweet zu retweeten und ich suche mir dann am Mittwochabend suche ich mir den Nickname aus, der mir am besten gefällt. Nein, Quatsch, ich suche dann zufallsmäßig. Der das PlayStation 5 auch beinhaltet. Genau. Wer den Retweet reinschreibt. Also tauscht das eigentlich gegen eine PlayStation 5, sagen wir es so. Ja. Sehr gut. Nee, ich hole dann einfach einen aus und dann schreibt derjenige, dann schreiben wir denjenigen an und genau, dann werde ich das losschicken. Basti, noch die sind mal offiziell lizenziert, ne? Genau. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Mispelchen bei der Eintracht, mit der Eintracht gemeinsam saufen. Ja, mit der Eintracht durch Corona durchsaufen. Auf die Eintracht, genau. Auf die Eintracht trinken. Jeden Tag, immer wieder. Ja, finde ich großartig. Danke, dass wir das zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, wie gesagt, ihr retweetet den Sendungspost auf Twitter und Basti wählt dann morgen Abend jemanden aus und dann werdet ihr irgendwie in Kontakt kommen und dann schickt Basti auf die Reise. Ja. Dann haben wir noch eine Empfehlung geschickt bekommen von Ed Fenja für einen Podcast, der heißt Der spielt das Spiel deines Lebens. Ich kann heute nicht mehr reden. Ich habe nur mal kurz in der Folge reingehört, die zwei Episoden, die da bislang erschienen sind, schlummern noch bei mir im Podcatcher. Geht um Spiele von Eintracht-Persönlichkeiten. Unter anderem gibt es eine Folge mit Fjørtoft zu dem Spiel 99 und es gibt eine Folge zum Herzschlagfinale zwischen Mainz und Frankfurt aus der Saison 2003. Also das sind die beiden Folgen, die jetzt aktuell erschienen sind. Es wird immer mit einem Protagonisten der Spiele dort gesprochen. Ja, und wer da mal reinhören will, wie gesagt, ich habe nur mal kurz durchgeskippt. Ich fand aber die kurzen Momente, die ich gehört habe, schon recht interessant. Also wer da Interesse hat, der findet da vielleicht noch einen weiteren interessanten Fußball-Podcast. Ja, und wenn wir jetzt schon bei Empfehlungen sind, dann kann man auch jetzt schon mal das ein oder andere Auge auf die nächste Woche halten. Da ist dann die große Alex-Meyer-Woche. Das mitbekommen, dass er unter anderem bei meinem Arbeitgeber Hessischer Rundfunk dann auch zugegen sein wird. Und warum sage ich das? Denn es wird auch es wird eine Doku über Alex-Meyer geben. Und da, wie könnte das anders passen? Ist nicht nur Alex-Meyer zugegen, sondern auch Alex Odenthal, also Odoratio, die hier beim Eintracht-Podcast für Weltruhm erlangt hat, ja, ist dann dementsprechend auch Teil der Doku. Also wird dort zu Wort kommen, ich wohl auch. Schaut mal rein. Es ist es geht um das Leben des Fußballgottes, des einzig wahren Fußballgottes. Vielleicht wird er irgendwann nochmal ersetzt, aber
mal schauen. Ich glaube, das könnte ganz gut werden, gerade wenn ein so fähiger Mensch wie Olli Meier die Regie geführt hat. Und dann merken wir auch so ein bisschen, was für ein sportehrgeiziger Mensch dieser Alex Meier wirklich auch ist. Also es ist sehr vielschichtig. Ich bin mal gespannt, weil ich habe früher immer gedacht, der muss jetzt gar nicht vors Mikro, der soll Fußball spielen. Aber was ich dann so in den Ausschnitten schon gemerkt habe, hat mich, ich will mal sagen, positiv überrascht. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Also ab nächster Woche, sagst du, dann einfach mal regelmäßig auf den Seiten des Hessischen Rundfunks vorbeischauen. Genau, vielleicht auch übernächste Woche. Na, schauen wir mal, ich weiß jetzt noch nicht. Aber wir werden es bestimmt nochmal dann in die Shownotes hängen. Genau, beziehungsweise dann auch vielleicht zwischendrin schon mal auf Twitter und so veröffentlichen, wenn die Sachen da sind. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe noch zwei kleine Sachen reingeschrieben. Und zwar ist heute Release-Tag des Fußball- oder Football-Manager 2021. Wer mal selbst so ein bisschen an Taktikkonstrukten feilen will. Ich habe in die Beta schon mal ein bisschen reingeguckt. Da hat sich doch einiges am Spiel auch jetzt wieder getan. Vor allen Dingen, was dieses Jahr sehr heraussticht, ist die Match-Engine, die da nochmal weiterentwickelt wurde. Da nochmal so ein bisschen auch dynamische Spielzüge beziehungsweise dynamische auch Entscheidungen von Spielern in den einzelnen Zügen dann tatsächlich auch stattfindet, was ich sehr interessant finde. Es scheint wieder sehr rundes Spiel geworden zu sein. Da sind noch mal ein paar Verbesserungen jetzt in die Beta eingeflossen. Kann ab heute die Vollversion oder auch die Mobilversion erworben werden. Und ich glaube, es gibt auch wieder so ein bisschen Startrabatte. Also wer da so ein bisschen jetzt Bock hat auf Fußballmanager, der hat da wieder das Highlight des Jahres gefunden wahrscheinlich. Wenn es nicht wieder hunderte von Stunden versenkt, ja, würde, das ist wirklich eine geile Sache. Das ist so ein bisschen das Problem, ja. Patricia, zockst du das? Ja, also momentan nicht. Ich habe mir den letzten für die Switch geholt, fand das dann aber richtig kacke, weil das auf irgendwie, das ist halt so ein PC-Spiel, das ja. Okay. geht. Also auf der Switch war das von der Stimmt. Bedienung her auch irgendwie nicht so geil. Und deswegen habe ich es ganz schnell gelassen. Also derzeit habe ich es nicht, aber an sich ist es ganz cool, ja. Es ist nicht wirklich einfach so, dass man halt auch einfach, denn dass du sagst, schon extrem viel Zeit darin versenkt, ne? Ja, es kommt, glaube ich, drauf an. Also es gibt ja auch diese Mobilvariante, wo du so ein bisschen weniger Funktionalitäten halt auch wieder hast. Da kommst du wahrscheinlich irgendwie ganz gut durch. Aber das Ding ist halt schon vom Grunde aus drauf ausgelegt, dass du halt einfach sehr viel Zeit investierst in Aufstellung, in Taktik, in Mannschaftsgefüge und so weiter. Also da hast du sehr viele einzelne Stellschrauben, die du macht das Produkt ja auch aus, ne? Das ist ja eigentlich das, was das dann geil ist. Ja. Basti, spielst du sowas oder bist du eher dann wirklich der Gamer insofern, dass du halt mit dem Controller dann einfach... Ich bin gar kein Gamer, ich habe keine Playstation. Immer wieder wird er getriggert. Nee, was soll ich sagen? Ich glaube, mein Gamer-Jahr kommt dann nächstes Jahr erst tatsächlich, weil ich dann die PlayStation 5 endlich haben kann. Und nächstes Jahr nicht nur PlayStation 5, sondern auch Anstoß kommt, glaube ich, nächstes Jahr raus. Anstoß soll nächstes Jahr im Frühjahr tatsächlich. Genau, okay. Und das heißt, dieses Jahr gibt es Football Manager und FIFA, da bin ich raus. Ich steige nächstes Jahr wieder ein, wenn es einen neuen Pro Evolution-Teil und Anstoß gibt. Das ist eher. Von diesem Genre sind das eher meine Favoriten, Anstoß und Pro Evolution statt. Ja. Auf Anstoß freue ich mich tatsächlich auch. Das war so das Fußball-Simulationsspiel, mit dem ich dann erst so richtig auch in dieses Thema eingestiegen bin. Also da habe ich auch wieder richtig Bock drauf. Ich hoffe tatsächlich, dass sie das sehr ordentlich umsetzen. Ja, schauen wir mal. Ja, wollt ihr was zur PlayStation 5 wissen oder interessiert Nein. euch das nicht? Nein. Danke für diese Sendung. Ja, lass uns das irgendwann nochmal später fortsetzen. Ich okay. Auch. Ich kann auch rausgehen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier keine hat, so wie ich das verstanden habe. Nee, aber auch ich. Also ich Dennis ich auch nicht. Keine. Nein, nein. Dann Dennis. Also Dennis und ich verabschieden uns und regen uns darüber auf, dass die Eintracht Verletzungen nicht richtig kommuniziert, während ihr genau. über PlayStation redet. Nein, welche Verletzungen denn noch? War da noch was anderes, oder was? Nein. Ja, aber das ist das Standardthema. Er klang aber gerade tatsächlich gerade eben kurz so, als wenn da jetzt kurzfristig noch eine dazugekommen wäre. Ich habe jetzt auch schon schwer zusammengezuckt. Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir das hier, um Basti nicht allzu sehr leiden zu lassen. Wie gesagt, ich kann auch echt einfach rausgehen. Nein, komm, das war ja nur ein Angebot, muss nicht. Genau, vielleicht, wie gesagt, ich glaube, du hattest es bei 93 schon gesagt, wer die Möglichkeit hat, da noch irgendwie ein entsprechendes Gerät an Basti zu vermitteln, würde damit eine einzelne Person sehr glücklich machen, glaube ich. Gut. Vielleicht auch sein Umfeld, je nachdem. Vielleicht auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch irgendwann sein Umfeld, ja. Ja.
Das könnte sein. Gut. Aber dann ansonsten machen wir, glaube ich, jetzt hier den Sack zu. Wir haben alles, was es zur Eintracht zu besprechen gab, besprochen. Alle Links zur Sendung und auch die Hinweise, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr unter eintracht-podcast.de. Ja, und dann wünschen wir euch eine angenehme Restwoche, hoffen auf viele Tore, viele Punkte gegen Union und melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.